2 Minuten für Dino wird präsentiert von Sporttipp. Amber Piotta. Sollte man eigentlich weiterklatschen? Ich bin vollkommen begeistert, was die gezeigt haben, diese Saison. Verdient Höchstnoten. Das Duo Duca-Cereda hat bewiesen, dass man mit sehr viel Anstrengung, mit kontinuierlicher Arbeit, mit Fleiss und Leidenschaft auch ohne viel Geld kann in die Playoffs kommen der Liga. Das ist vielleicht die Aussage. Tigers übrigens auch, schliesse ich mich an. Sehr gute Saison. Aber Ambri vielleicht noch ein bisschen akzentuiert, weil vor 2 Jahren noch im Playoff-Finale war, jetzt in den Playoffs. Das ist wirklich der Lohn von harter Arbeit. Und man sieht zum Beispiel, wenn ein Kostner zum Center gemacht wird, einer, der in Lugano aussortiert wurde und plötzlich so eine dicke Rolle spielt. Das sind kleine Details, die das ausmachen. Gratulation, wir freuen uns auf die Playoffs zu tun und bitte nicht wieder einen Sushi-Skandal oder etwas, sondern wirklich Spass haben, geniessen, aber mit Leidenschaft. Kloten, Chaos-Tage wie letztes Jahr. Statt dass man sich an anderen orientiert, die abgestiegen sind und sich sammelnd, reorganisierend, vielleicht mal alte Zöpfe abschneidend, reagiert man da aber genau gleich weiter. Trainerwechsel, zumindest in den Playoffs. Die Aussage war, man will nicht unbedingt jetzt schon aufsteigen, man will sich mal reorganisieren, was richtig wäre. Und jetzt kommt die Massnahme, die dem diametral widerspricht. Das riecht nach Verzweiflung. Also ich würde sagen, irgendwann müssen mal die alten Zöpfe alle abschneiden und neu anfangen. Sportfreunde von Gotteron. Knapp daneben, haarscharf gsi, kann man sagen, hat man ein bisschen Pech gehabt vielleicht, aber das greift zu wenig weit. Sportchef Dübe muss sich hinterfragen, die Transfer, die er gemacht hat, zum Teil, vor allem die Schweizer Transfer, einen Haufen Geld ausgegeben, vor Walser Schneeberger zum Beispiel. Der Walser, der ungefähr 500.000 kostet, kein Rendement. Vor ist die halbe Saison verletzt. Spitzenspieler, die immer verletzt sind, sind keine Spitzenspieler. Da hat er sich verschätzt, in der Offensive, Ausländer auch nicht sehr gut. Also ich glaube, da müssen sie über die Bücher. «2 Minuten für Dino» ist präsentiert worden von «Sporttipp».